Es geht gleich wieder ein bisschen bergab. Also man muss überlegen, ich fahre gerade nur auf der Schnellstraße. Ne? Jetzt muss man sich mal überlegen, wenn man mit dem Kart dürfte man auch legal auf die Autobahn fahren. So, hier fahren die auf der Schnellstraße im Durchschnitt, möchte ich sagen, 120 km/h. Also wenn man auf der Autobahn ist, ich glaube Eskalation. So, hier vorne beginnt dieser geile Belag. Man sieht es ja jetzt hier schon, wie schön der glänzt. Der ist echt mega glatt. Fahren wir extra hier rüber, weil hier ist nicht so viel los. Ja Mann, hier kann man richtig geil fahren. Oh, wie geil ist das denn? Jojojo Leute, was geht ab? Euer Harzweiler hier wieder am Start. Heute kommt mal wieder ein Kartvlog, wie ihr sehen könnt. Und ja, mein Ziel ist es jetzt gleich, auf die Schnellstraße damit zu fahren. Ich will jetzt mal echt wissen, wie es ist, wenn man damit auf Schnellstraße fährt. Es ist komplett legal. Man darf mit diesem Fahrzeug auf der Schnellstraße drauf fahren. Es ist komplett legal. Also wir machen jetzt nichts Illegales oder so. Oh, ich habe so Angst, jetzt zu spät. Jetzt fahre ich drauf. Nein! Boah, Junge. Der Vorbesitzer ist auch ein einziges Mal damit auf Autobahn gefahren. Der hat gesagt, einmal und nie wieder. Weil die LKWs sind ja allein schon schneller als so ein Kart hier. Das läuft ja nur maximal 70 km/h ungefähr. Und die LKWs, so wie der da gerade an uns vorbei raus, die fahren ja locker 100. So, wir blinken. Ich fahre aber echt nur ein kleines Stück Schnellstraße. Wie geil ist das denn, Mann? Ich fahre mit einem Kart auf der Schnellstraße. Man sieht, wie langsam ich einfach bin. Wir fahren jetzt gerade 65 km/h. Es ist schon ein komisches Gefühl irgendwie. Fahre ich jetzt hier ab oder fahre ich noch ein Stück weiter? Ich glaube, ich fahre noch ein kleines Stück weiter. Boah, jetzt wo es hier berghoch geht, kackt das Kart ganz schön ab, Mann. 60 km/h nur noch. Es geht gleich wieder ein bisschen bergab. Also man muss überlegen, ich fahre gerade nur auf der Schnellstraße. Ne? Jetzt muss man sich mal überlegen, wenn man mit dem Kart dürfte man auch legal auf die Autobahn fahren. So, hier fahren die auf der Schnellstraße im Durchschnitt, möchte ich sagen, 120 km/h. Also wenn man auf der Autobahn ist, ich glaube Eskalation. Ich glaube, ich würde mich echt nicht auf die Autobahn damit trauen, weil das Risiko ist einfach zu groß, übersehen zu werden. Und da sind so viele LKWs und so viele Autofahrer, die am Rasen sind und so. Ich denke, das ist einfach viel zu gefährlich, damit wirklich auf die Autobahn zu fahren. Wenn man mal ein Stück Schnellstraße damit fahren muss, ich finde, das geht noch fit, weil wenn wir jetzt mal so gucken, sind die Autos sind ein Stück schneller als ich, das geht echt fit, finde ich. Das Geile ist, ich bin jetzt echt viel mit dem Kart jetzt schon gefahren, so eine halbe, dreiviertel Stunde, und der Motor ist jetzt schön warm. Und das Geile ist, der Motor sitzt ja direkt hinterm Sitz und der wärmt jetzt schön diesen Sitz auf. Also es ist wie so eine Sitzheizung gerade. Richtig geil. So. Jetzt sind wir wenigstens mal ein Stück Schnellstraße gefahren. Ich glaube, wo es auch noch ziemlich riskant ist, damit zu fahren, ist es in Großstädten. Weil in Großstädten ist auch immer viel Hektik und ja, da fahren die Autofahrer allgemein sehr aggressiv und verrückt. Ich glaube, in der Großstadt würde ich damit auch nicht unbedingt fahren mit so einem Kart. Also ich glaube, hier wirklich so eine Kleinstadt so wie hier, das ist echt das Beste für so ein Kart zum Fahren. Weil hier hat man ja wenigstens noch ein bisschen Übersicht. So. So, wir fahren jetzt aber wieder in die Stadt, denn da macht es irgendwie am meisten Spaß zu fahren. So, hier will ich jetzt mal mit Vollgas rum. Okay,
Okay, das Heck ist so ein bisschen am Rutschen, aber nur so ein bisschen. Hat der City Racer, Junge. Oh, hier kommt eine Kante, hier müssen wir langsam rüber. Das macht so Spaß. Gerade wenn man so Strecken hat, wo viele Kurven sind. Aber was ich an den Kart einfach scheiße finde, ist der Anzug. Der Anzug ist echt nicht toll. Der Anzug müsste echt ein ganzes Stück besser sein. Wäre das tausendmal geiler. Die Bremsen finde ich echt gut. Die ziehen echt super, muss ich sagen. Die Lenkung ist auch echt gut. Hätte ich auch nicht gedacht. Also, solange das Kart in Fahrt ist, also wenn man fährt damit, dann ist die Lenkung echt butterweich. Man sieht es ja hier. Die ist butterweich, aber je langsamer man wird, desto schwieriger geht die Lenkung einfach. Und was natürlich auch noch scheiße ist, ist, dass wir keine Federung haben. Hier gibt es keine Federung. Das heißt, das Einzige, was federt, ist der Sitz. So ein bisschen. Und das war's auch schon. Also ich denke mal, wenn man damit eine gute Stunde fährt, dann hat man echt Rückenschmerzen. Jetzt ist mir aber gerade noch was eingefallen, wo ich jetzt mal hinfahren will. Und zwar zum Supermarkt. Der Parkplatz, der da ist, der hat so eine richtig geile Bodenbeschichtung. Wenn der Belag so ein bisschen nass ist, da rutscht man darauf richtig übelst hin und her. Und es ist zwar heute trocken, aber ich denke mal, dass der Belag trotzdem ziemlich rutschig ist. Und ja, wir fahren einfach mal durch. Hier müssen wir langsam durchfahren. Ja, jetzt fahren wir mal rein hier. So, hier vorne beginnt dieser geile Belag. Man sieht es ja jetzt hier schon, wie schön der glänzt. Der ist echt mega glatt. Wir fahren mal extra hier rüber, weil hier ist nicht so viel los. Ja, Mann, hier kann man richtig geil fahren. Oh, wie geil ist das denn? Ja, darauf klappt das richtig geil. Der Belag ist richtig geil, aber leider ist hier zu viel Verkehr und zu viele Leute, um hier riskant zu fahren. Aber wir fahren nochmal ganz gechillt hier durch. Aber das ist ja mal richtig geil. Wenn der Supermarkt zu hat, machen die leider hier diese Tore immer runter. Dann kommt man hier nicht rein. Das ist echt schade. Weil zum Fahren wäre das hier echt ultra geil. Aber es ist einfach zu viel los da, um da ein bisschen rumzudriften oder so. Man müsste vielleicht mal gegen Abend hin. Kurz bevor die zumachen. Weil dann ist auch nicht mehr viel los. Dann muss ich auch am Tag mal machen. So, ich werde das Kart aber jetzt zurückbringen, denn mir ist jetzt arschkalt. Ich war jetzt eine gute Stunde damit unterwegs und so langsam wird es ja auch dunkel. Und im Dunkeln, ja, will ich damit nicht unbedingt fahren. Es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Einfach geil, so ein Teil. Deswegen, ich muss mir jetzt echt überlegen, ob ich mir vielleicht auch eins hole. Also Bock dazu hätte ich schon. So Leute, ich beende jetzt den Vlog an dieser Stelle. Wenn er euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Also bis dahin, ciao, ciao und tschüss.